Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Evoland 2. Ja, das heißt, man wir erfahren, dass Lauras Großmutter eine Nymphe ist. Und heute wollen wir mit der Nymphenträne weiter. Oh, wir können sogar einfach durchlaufen, das ist ja nett. Hier ist auf jeden Fall keine Sachen mehr, okay. Oh, das Licht, das irritiert. Jetzt könnte man da lang, aber geht nicht. Okay. Ah, das ist wahrscheinlich ein Safe Point, oder? Speicherpunkt? Will einfach mal behaupten. Kann sie da durch? Jawoll. Bitte was? Damit können wir verschiedene. Okay. Okay. Oh, ich hab hier oben noch gar nicht alles geguckt. Was sind das denn für Dinger? Okay. Wahrscheinlich. Ah, das sind kleine Samen, das sind eigentlich Bäume. Aber da wir jetzt in einer Welt sind, interessiert das nicht, ob da Bäume sind oder nicht. Oder was ist das denn da oben? Ein Diktri oder was? Okay, okay, jetzt haben wir den schon mal umgeschmissen. Den auch. Okay, da hinten ist so komisch Schlamm und so. Ich komme jetzt nicht lang. Okay, das ist ein bisschen verwirrend, dass man hier 500.000 Möglichkeiten sozusagen hat. Oh mein Gott! Ich sag mal, die Bäume und so sind alle gespeichert, ja, das sieht so aus, okay. Okay, also können wir so jetzt nicht weiter, weil da das Zeug so ist. Sind wir jetzt in der 3D-Welt? Nee, okay, wir können nur zwischen zwei Welten hin und her, okay. Das ist aber gut zu wissen. Hier können wir auch nicht durch, ne? Genau. Okay, wir müssen halt irgendwie da rumkommen, also. Hier können wir ohne Ende Geld grinden und so. Der Baum liegt jetzt aber auch nicht mehr im Wasser, ne? Okay, das ist, macht die ganze Sache nicht einfacher. Wenn ich ehrlich bin. Ich denke mal schon, dass wir hier wechseln müssen. Also macht ja sonst keinen Sinn, dass, da direkt am Anfang nur ein Teil ist zum Wechseln. Hier kommen wir jetzt auch nicht lang, ne? Genau. Kommt da vielleicht mit der Doppelaufladung durch? Nee. Okay, was wir hier aber machen, bleibt hier so gespeichert. Da ist ja immer noch der Baum mit dem Gekipp. Kann halt überall so ein versteckter Weg auch noch sein, ne? Das macht mich halt auch stutzig, warum hier so ein Weg ist, aber man hier nicht weiter kann. Und weiter können wir hier ja nicht, weil wegen, also Eis und so können wir hier nicht anwenden, weil das würde ja dann anders aussehen. Was bringt uns denn, wenn wir das Ding abschießen? Nix. Das ist auch mal eine Aussage, ne? Kommen wir auch nicht weiter. Oder können wir das Wasser einfach hier so gefrieren lassen? Nee, ne? Hier kommen wir auch nirgendwo lang. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen herausfordernder. Warum haben wir hier denn so eine Lichtung? Halt müssen wir das da oben irgendwie treffen, das Teil? Gut, das erklärt natürlich ein bisschen was.
die laufen. Ah, so. Ja gut, das macht einiges anders. Was ist hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, Insta-Death. Good to know. Aber ich kann auch rein theoretisch. Könnte ich das? Ich muss mal was testen. Oh, dass ich in alle Schleims reinlaufe, ne? Das ist ja. Ist ja super. Hm. Nee, hier kommen wir nicht weit genug rüber. Hm. Ich glaube auf jeden Fall, wir müssen in dieser Welt sein. Aber. Was wir genau hier zu tun haben, das wissen wir noch nicht. Das ist die Frage, die wir rausfinden müssen. Hm. Kommen wir jetzt auch nicht lang, ne? Können wir Teil wegschieben? Ja. Aber die große Frage ist, was bringt uns das? Ha. Ja, das bringt uns um. Hm. Was bringt uns das denn, wenn wir den wegschieben? Hahaha. Weil das Problem ist ja, in dieser Welt, wo wir jetzt gerade sind, ist ja dieses Ding jetzt mal nicht aktiv. Das ist ja ein bisschen blöd, oder? Da kann man hier durchlaufen? Nein. Hm. Okay. Alles auf jeden Fall ein bisschen schwieriger. Alles deutlich schwieriger. Können wir auch nicht durch. Können wir hier stehen? Ja. Doch nicht. Okay. Dass die Sachen an sich nicht dann gespeichert werden, ne? Das stört mich ein bisschen. Ja, wir können den Baum kaputt machen. Aber was bringt uns das? Wir kommen da ja auch nicht so lang. Also würde ich noch gerne einmal ausprobieren, wie das ist, wenn ich... Weil scheinbar darf ich da ja drauf, aber nur nicht lange. Aber ich kann da unten ja auch nicht weiter, ne? Oder kann ich den Typen auch wegschieben? Na gut, wahrscheinlich nicht so, ne? Kann ich irgendwie einfrieren das Zeug? Nee, ne? Hm. Was zum kaputt machen wir ja auch nicht, ne? Sind auf jeden Fall Hitboxen da, aber wir können sie nicht bewegen. Kann man auch nicht lang. In dem Fall können wir auch nach oben schieben, das bringt uns auch nicht. Wir können ja von hier aus ja nicht. Oder können wir die von hier aus auch nach rechts schieben? Nee. Und diese Dinger auf dem Boden, die frage ich mich auch, was sie können.
Was bringt mir das denn, wenn ich das Teil zur Seite schiebe? Das bringt mir eigentlich gar nichts, oder? Wenn ich hier durchlaufe, dann ändert sich das ja wieder. Dann ist er ja wieder oben, oder? Das ist ja nicht gespeichert soweit. Ah, doch. Okay, das ist es. Okay, das ändert natürlich jetzt schon wesentlich mehr die Sachen hier. Okay. Oh, lol. Okay. Das, ja, das, ändert nochmal ganz, ganz viel. Okay, also diese Dinger sind dann dafür da, um in die nächste Zeit zu gehen. Jetzt ist der hier im Schlafen sogar. Okay. Bringt mir aber nicht viel, ne? Das sieht nicht so gut aus, also nicht so gewollt aus. Ich kann den aber auch dahin rüberschieben, ne? Haha, und jetzt betteln die sich vielleicht gleich. Okay. Nee, er blockt mir das jetzt. So, aber so können wir da nicht weiter. Wir müssen, wieder in die ganz kleine Welt, hätte ich mal gesagt. Wow, Brainfuck, Alter. Das ist aber cool. Und wir können von der ganz kleinen Welt nicht in die 3D-Welt, von der Pixelwelt nicht in die 3D-Welt. Okay. Soweit habe ich das verstanden. Ah, okay, wenn darüber läuft, dann ist man so geblockt. Okay. Das ist okay. Ich muss mich nur gerade ein bisschen umsehen erstmal wieder hier, ne? Da kommen wir nicht weiter so. Das heißt, wir wechseln mal die Welten. Okay, warum wollen wir in dieser Welt sein? Ah ja, weil in dieser Welt alle Leute schlafen. Das heißt, wir können jetzt hier auch wieder sagen, du dahin. Und der blockt mir jetzt das und dann kann ich gleich links weiter. Ahaha. Okay, I got it. Langsam verstehe ich es. Da ist ein riesiger Blob. Auch ein riesiger Pilz. Wahrscheinlich, wenn ich auf den blauen gehe, geht der rote hoch oder irgendwie sowas, oder? Okay, nee. Achso, wahrscheinlich andere Welt wieder. Dann ist der eine aktiv und der andere nicht. Da kommen wir rüber mit über dem Wasser. Was ja erstmal wichtig ist, ist. Ja, wir haben ja auch Truhen, okay. Weil das sah für mich so ein bisschen aus wie, hey, hier kommst du zu einer Truhe. Die ist irgendwo rechts. Da kommen wir so aber, glaube ich, gerade nicht hin. Vielleicht müssen wir auch später erst hin. Das kann natürlich auch gut sein. So, einmal bitte einfrieren. Tomate macht mir ein bisschen Angst. Müssen wir jetzt mit der Tomate mitlaufen? Oder was macht die Tomate? Oh. Oh, okay, die tun mir weh. Zurück kann ich jetzt aber auch nicht mehr, ne? Können wir da drauf stampfen? Haha! Okay, das hat sich ein bisschen blöd geregelt hier. Dass man da immer warten muss dann. Das ist ein mega Riesen-Coin. Doch nicht. Das ist doch von hier aus so wie eine Coin da oben. Das ist einfach nur das zum Wechseln. Okay. Ich will jetzt nicht nochmal von ganz Anfang an anfangen. Okay. Was macht der Haier? Kann ich den jetzt auch wegschieben eigentlich? Ich komme da jetzt nicht durch. Ah, I got it. Ich muss jetzt hier drauf.
müssen aufladen, das runter machen und dann wieder hier rauf. Und dann kommen wir gleich unten durch. Ich denke, hier ist mal mein Schuhspitzer gleich bab, ne? So, dann können wir gleich vielleicht irgendwie den wegkicken, dass er uns nicht im Weg steht. Warte, jetzt schläft er doch, ne? Jetzt kommen wir doch hier lang und uns die Kiste snacken, oder? Die ist weiter rechts, okay? Da. Und? Oh. Gib uns. Wäre ein blöder Stern, ey. Na duel. Den wollte ich jetzt nicht unbedingt. Aber okay. Zack. Was heißt mit diesem... Lol, der Apfel. Bitte sag mir nicht, da muss man auch ein Timing für haben. Lol, es ist ja wahr. Ach nee. Sag mir nicht, ich muss da echt ein Timing für haben, wenn ich den Apfel hier wegschieben muss. Ich kann ihn aber einfrieren. Frage ist, was bringt mir das? Oder kann ich den damit jetzt bewegen? Oh. Okay, das ist relativ knapp. Komm. Nee. Ah, ich glaube, dafür ist das Ding da extra da. Ach so, nein, ich muss den hier oben einfrieren, dass ich dann da durch kann, oder? Haha! Hätte ich also gar nicht wechseln müssen, zwangsweise. Okay. Okay, da komme ich so nicht ran. Ah, den muss ich also von der anderen Seite wegschubsen. Kann ich in der Form die Kiste öffnen? Jetzt schläft eh wieder alles. Nee. Also hier könnte ich auf jeden Fall eventuell den Pilz da aktivieren. Ob das jetzt Sinn der Sache ist, weiß ich nicht. Ah, ich habe genug Zeit, da jetzt durchzulaufen dann. Okay, den wollte ich aktivieren. Warum wollte ich ihn jetzt aktivieren? Ist halt jetzt die Frage für mich, ne? Was ändert der jetzt dadurch? Ach, jetzt kann ich hier durch, jawohl. Ja, jetzt müsste ich ja hier irgendwie auch noch durch. Aber da komme ich ja so nicht durch. Ah! Jetzt will ich den da weghauen. Dass ich dann gleich hier lang kann. Haha. I got it. I got it. Und dann kann ich von da aus dann weiter. Ich kann auch so dann da durch. So. Jetzt
Zack. Oh, die Kiste kann ich immer noch öffnen, genau. Oh, hallo. Hierher kommt und mich stört wer? Achtung! Achtung, Diddy! Er sieht ziemlich zäh aus! Verlasst euch auf mich, Diddy! In diesem Kampf werde ich meine gesamte Stärke einsetzen! Wartet! Das ist ganz bestimmt der Hüter des Waldes. Kaum zu fassen, dass ich ihn um ein Haar gehäckselt hätte. Tut uns aufrichtig leid, Herr Hüter, euer Gnaden. Ich bin mir nicht gewiss, ob er uns versteht. Er scheint mir ziemlich angegriffen zu sein. Versuchen wir es mit der Nymphentrainer? Ja, Bitch, nimm dat. Da. Ja, wie eine Enderbälle. Von dem üblen Einfluss des Sadistas geheilt ihr mich habt. Danken ich euch möchte, Jünglinge. Ich bin froh, dass es euch besser geht, Hüter des Waldes. Die Hüter, denen wir bisher begegnet sind, waren etwas aggressiver. Belohnen ich euch muss, ja. Leider nur wenig ich besitzen. Das Orakel meinte, die Magi hätten euch ein Fragment des Magischlüssels anvertraut. Tatsächlich dieses Fragment ich haben. Ich euch geben, ich es werde. Gut drauf aufpassen, ihr werdet. Gefährlich dieses Fragment ist. Wir werden alles daran setzen, das nicht zu vergessen, ehrenwürdiger Yoda-Baum. Der gute alte Yoda-Baum, wer kennt ihn nicht? Und trotzdem traurig ich bin, in diesen heiligen Hain gefangen ihr jetzt seid. Gefangen? Aber warum denn? Den heiligen Hain überflutet die Sadistas haben. Entkommen Fremde nicht können. Das ist ja furchtbar. Dann kann ich hier nicht festsitzen. Diese Macht, ich in euch fühle, Junglinge. Dabei helfen ihm, ihr vielleicht können. Der Macht, welcher Macht? Es finden vielleicht ihr könnt. Aber ganz bestimmt euch finden es wird. Was für eine merkwürdige Ausdrucksweise. Wir müssen es finden, Diddy. Was auch immer das heißt. Der Gedanke, den Rest meines Lebens hier festzusetzen, gefällt mir nicht. Kein bisschen. Aber von welcher Macht spricht er denn? Yo, Yoda-Baum. What geht ab? What geht ab, deine Mutter? Au! Bitte sei bitte mein Baum, bitte ich bin mein Baum. Oh, sehr schön. Okay. Hä? Jetzt bin ich übergefordert. Ich übergefordert sein? Hat schon. Oh. Ha.
Das war etwas zu spät. Loben ich. Ja, auch zu spät. Muss ich echt so krass, also was heißt perfekt, aber relativ gut treffen. Wenn der auf der Höhe von dem Typen ist, ne? Also jetzt. Nee. Hä? Komm da nicht lang. Da ich auch nicht lang kommen. Diese kleinen Bäumchen, ne? Irgendwie. Genau diese Stein da hier. Kann aber durch. Den heiligen Hain überfluten dieser Listnamen. Traurig, das ist, oh ja, sie bekämpfe ich, aber nicht kann. Okay, er kann sie nicht bekämpfen. Wir sie aber auch nicht. Danke. Danke, dass ihr unseren Hüter gerettet habt. Mein Volk und ich werden euch helfen. Hört auf uns, wenn ihr nicht weiter wisst. Wenn ihr den Wald wieder verlassen wollt, sucht weiter nach ihm. Bäume helfen uns so ein bisschen, okay. Ha. Wie hilft er uns denn? Wenn ihr den Wald wieder verlassen wollt, sucht weiter nach ihm. Nach wen denn? Jetzt komme ich durch. Echt jetzt? Okay. Das ist weird. Das ist sehr, sehr weird. Hey! Warum weckt ihr mich denn auf? Oh Mann, ich habe doch bloß so um die 12 Jahre geschlafen. Ich will meine Ruhe haben. Was macht ihr hier? Und wer genau seid ihr überhaupt? Was? Ihr seid hier, weil ihr nach dem Maggie-Dings sucht? Und jetzt sitzt ihr im Hain fest. Ah, ganz schön dumm. Wärt ihr bloß nicht hergekommen? Was? Ihr wisst nicht, wie man die Sardinisten vernichtet? Ach, kommt schon. Eine Kleinigkeit würde ich, ein Kleinkind würde das hinkriegen. Ihr müsst nichts weiter als die Baumodil. Als ein Baumodil bitten, sie auszuräuchern. Was? Ihr wisst nicht, wie man die Waldviecher, wie man mit den Waldviechern spricht? Ihr Mensch könnt wohl nichts besonders viel, was? Aber stark seid ihr. Dieses Fräulein, Alter. Diese faulen alten Baumodilen rühren sonst keine Kralle. Doch ihr habt sie bewegt. Ich hab euch gesehen, ja. Obwohl ich geschlafen hab. Ich sag euch, was wir machen. Ich helfe euch, mit dem Baumobilen zu plaudern. Und ihr helft mir, die auszuräuchern. Schließlich habt ihr diese alten Knacker geholfen. Also kann ich dasselbe für euch tun. Wie klingt das? Jo. Huch, ich hab ganz vergessen, mich vorzustellen. Navi.
Wie heißt das? Navi. Also. Aber sie wird mit V eigentlich geschrieben, ne? Eigentlich müssen wir es wirklich so lassen, oder? Eigentlich müssen wir es echt so lassen. Und beschwert euch bloß nicht über meine Vorliebe für Smalltalk. Navi hat sich euch angeschlossen. Ah, jetzt kann man die oben auch auswählen, okay. Damit habe ich jetzt so null gerechnet, weil wir haben ja eigentlich nur drei Gefährten da rechts, ne, die wir nehmen können. Oh Mann, so gut, ey. So gut. Aber gut, was auch gut ist, ist gut, gut. Wie das weitergeht, liebe Leute, werden erst im nächsten Part erfahren, was wir mit der lieben Navi machen. Wie sie mit den Baumviechern reden kann. Und ja, das werden wir erst im nächsten Part sehen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Falls euch der Part gefallen hat, würde ich mich über eine Wertung und über einen Kommentar freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Kanal Tom. Ciao, ciao und bye, bye.